Wisst ihr, welche App seit Monaten auf Platz 1 der Downloadcharts steht? Nicht ChatGPT, nicht TikTok, sondern Temu. Diese chinesische Shopping-App verbreitet sich gerade in einem Wahnsinnstempo. Temu is a new one-stop destination for the latest fashion product. Seit April gibt es sie auch in Deutschland. Und seitdem kommt auch bei uns eigentlich keine andere App an ihr vorbei. Temus rasanter Aufstieg ist kein Zufall. Er ist das Ergebnis einer ziemlich smarten Marketingstrategie und eines knallharten Geschäftsmodells. Erfolg um jeden Preis. Temu verändert damit die Art, wie Shopping im Internet funktioniert, auf ziemlich fundamentale Weise und hat damit bisher enormen Erfolg. Wir zeigen euch deshalb jetzt 4 Strategien, mit denen Temu gerade den Markt aufrollt und wie es damit sogar zur Gefahr für Amazon wird. Bevor wir mit dem ersten Grund loslegen, was ist Temu eigentlich genau? Temu ist eine Shopping-App mit einem extrem breiten Produktspektrum und extrem niedrigen Preisen. You can find a wide range of good quality clothes, jewelry, accessories, kitchen products, toys and so much more for unbeatable prices. Die App ist ziemlich aus dem Nichts aufgetaucht. Erst im Oktober in den USA und dann im April auch in Deutschland. Dahinter steckt aber kein kleines Startup, sondern ein absoluter Megakonzern. Das Unternehmen heißt PDD Holdings. Und die sind heute, gemessen am Börsenwert, das 4. E-Commerce-Unternehmen der Welt. Die wissen also, was sie tun. Von PDD habt ihr noch nie gehört? Das liegt vermutlich daran, dass die bisher ihre andere Shopping-Plattform Pinduoduo ausschließlich in China betrieben haben. Mit Temu will PDD jetzt auch die Märkte in Europa und den USA aufrollen. Und das tun sie verdammt schnell. Im Juni hatte Temu in den USA schon 75 Millionen regelmäßige Nutzer. Das sind ungefähr halb so viele wie Amazon. Das ist echt krass. Amazon gibt es einfach schon seit fast 30 Jahren. Und Temu seit noch nicht einmal einem Jahr. Und die Leute kaufen auch fleißig ein. Allein zwischen Januar und April hat sich der Warenwert der verkauften Produkte auf Temu verdreifacht. Das Geschäftsmodell von Temu funktioniert anders als das von Amazon. Amazon verschickt seine Produkte aus Lagerhäusern im Land des Käufers. Bei Temu kommen die Sachen direkt mit dem Flugzeug aus China. Verkauft werden sie außerdem nicht von Temu selbst. Temu stellt nur die Plattform und seinen Algorithmus zur Verfügung. Die Verkäufer sind Drittanbieter, die die Produkte herstellen und versenden. Mit diesem Modell kann Temu oft den Preis von vergleichbaren Produkten auf Amazon unterbieten. Zum Beispiel letztes Jahr am Black Friday. Da waren die Preise auf Temu für vergleichbare Produkte um 10-20% unter denen von Amazon. Das muss man erstmal schaffen. Das merkt man aber auch an der Qualität. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen warnt inzwischen schon vor Temu. Kunden hätten oft Pakete gar nicht erhalten, der Kundenservice sei schlecht erreichbar und die Qualität der Produkte oft mies. Geschadet hat das alles Temu bislang nicht. Das Geschäftsmodell ist zwar moralisch zweifelhaft, aber es funktioniert einfach verdammt gut. Das hat sehr viel mit Psychologie zu tun. Und damit kommen wir zum ersten Grund für den Mega-Erfolg der App. Temu macht Shopping zum Spiel, und zwar wortwörtlich. Die App hat zum Beispiel dieses Fischspiel integriert. Da muss man sich jeden Tag einloggen, um virtuelles Fischfutter zu bekommen, damit dann seine Fische füttern und bekommt dafür Rabatte. Und auch sonst fühlt man sich beim Shoppen auf Temu immer ein bisschen wie in einem Videospiel. Ständig läuft irgendwo ein Countdown oder man kann an einem Glücksrad drehen oder irgendwelche Punkte sammeln, die man dann wiederum in Rabatte und Geschenke umwandeln kann. Der Fachbegriff dafür ist Gamification. Temu macht also ein Spiel aus etwas, das eigentlich kein Spiel ist. In diesem Fall Shopping. Die Strategie dahinter ist ziemlich einfach. Wenn wir durch die App scrollen, soll uns auf keinen Fall langweilig werden. Mit den Gewinnspielen setzt die App immer wieder Belohnungsreize, die uns Kunden in die App ziehen und dort halten sollen. All das hat vor allem einen Zweck. Wir Kunden sollen möglichst viel Zeit in der App verbringen. Der Gedanke dahinter, früher oder später wird er schon Geld ausgeben. Mit Gamification gelingt Temu etwas, woran bisher die meisten Online-Händler gescheitert sind. Die Nutzer haben einen Grund, die App einfach so zu öffnen, auch wenn sie gar nichts kaufen wollen. Shopping wird zur Unterhaltung, ganz so wie wenn man samstags in der Fußgängerzone bummelt, nur eben auf dem Handy. Dass das funktioniert, zeigt sich auch im Nutzungsverhalten. Nutzer bleiben im Durchschnitt 19 Minuten auf der Temu-App, auf Amazon sind es nur 11 Minuten. Und selbst wenn ich als Kunde doch den Absprung schaffe, gibt Temu nicht auf. Die App bombardiert einen dann geradezu mit Benachrichtigungen und Mails. Mein Postfach hat für die Recherche dieses Videos deshalb auch hart gelitten. Aber natürlich bringt das bloße Scrollen durch den Shop erstmal noch keinen Umsatz. Damit wir auf der Plattform auch was kaufen, nutzt Temu ziemlich viele psychologische Tricks. Einer davon sind die unzähligen Countdown-Timer, die ständig und überall laufen. Die sollen beim Kunden Druck erzeugen, so ein bisschen nach dem Motto, kauf jetzt oder nie. Und wenn der Countdown abgelaufen ist, fängt meist schon der nächste an. Ähnlich ist es mit all den angeblich zeitgebundenen Angeboten. Die suggerieren, dass es sich bei den Produkten um besonders begehrte Schnäppchen handelt. Diese Tricks sind extrem effektiv, und zwar erst recht auf dem Smartphone.
Studien belegen, dass unser Gehirn beim Tippen auf Smartphones besonders unaufmerksam ist. Es reagiert dann besonders stark auf kleine Spiele, Countdowns oder Farben. Das hat zur Folge, dass das Gehirn ermüdet und wir Kunden vergleichsweise unüberlegt etwas kaufen. Verbraucherschützer sehen Apps wie Temu deshalb ziemlich kritisch. Sie bezeichnen die psychologischen Anstupser als Dark Patterns. Dark Patterns sind manipulative Designs oder Prozesse, die NutzerInnen einer Website oder App zu einer Handlung überreden sollen. Das bedeutet konkret, wir Kunden sollen möglichst wenig über unsere Kaufentscheidung nachdenken. Die Inspiration für das Temu-Prinzip kommt von einer anderen sehr erfolgreichen App aus China, Shein. Auch die setzen sehr stark auf Gamification, waren aber bisher vor allem im Fashion-Geschäft unterwegs. Temu hat das Shein-Prinzip jetzt auf alle möglichen anderen Kategorien ausgeweitet und greift damit nicht nur Modeketten wie H&M oder Zara an, sondern keinen geringeren als Amazon. Shopping zum Spiel zu machen ist also ein sehr wichtiger Teil von Temus Erfolgsrezept. Aber die Gamification reicht über die Grenzen der App hinaus. Und das bringt uns zum zweiten Erfolgsgrund. Vielleicht ist euch beim Scrollen durch TikTok oder Instagram schon mal sowas hier aufgefallen. Das alles bekommt man für 200 Euro bei Temu. Den ganzen Shit, den ich euch zahle, verdammt 0 Euro bezahlt, also gar nichts. Diese zwei süßen Gurtpolster für den Kinderwagen. Solche Videos von Temu gibt's zuhauf. Von Amazon sieht man sowas eher selten. Wie kommt's? Sind die Produkte von Temu einfach so geil, dass jeder sofort seinen Followern davon erzählen muss? Vermutlich eher nicht. Temu hat die Einbindung sogenannter Mikroinfluencer zum Teil seiner Strategie gemacht. Mikroinfluencer kann im Prinzip jeder werden, dafür braucht man nicht Millionen von Followern. Und diese Influencer sind für das Geschäftsmodell von Temu sehr wichtig. Denn potenzielle Kunden vertrauen einem Influencer eher als einer anonymen Website. Sie fühlen sich ihm oder ihr emotional verbunden. Wirtschaftspsychologen sprechen dabei übrigens vom Mitläufereffekt. Das bedeutet konkret, wir folgen dem Beispiel anderer, ohne dabei stark auf unsere eigenen Ansichten zu achten. Temu hat dafür eine ganze Armee von Influencern eingespannt. Laut seiner Webseite sind es mehr als 10.000. Der Mitläufereffekt funktioniert aber auch über die breite Masse. Produkte auf Temu haben meist hunderte Bewertungen und die sind fast ausschließlich positiv. Studien zeigen, ob diese Bewertungen von einem echten Menschen oder von einem Bot stammen, ist egal. Das interessiert unser unterbewusstes Bewertungssystem erstmal nicht. Dass die Produkte aber möglichst viele echte Bewertungen haben, liegt auch im Interesse von Temu. Die App belohnt Kunden sogar, wenn sie eine Rezension schreiben. Dieses Mitmachen durch Rezensionen oder das Posten auf TikTok erhöht die psychologische Identifikation mit der Plattform. Das bedeutet, schreiben wir eine Rezension oder posten wir ein Video von unserem Einkauf, investieren wir Mühe und Zeit und die Verbundenheit zur Marke wächst. Das allein erklärt aber noch nicht das krasse Wachstum der Plattform. Temu nutzt nämlich auch andere soziale Tricks, damit sich potenzielle Kunden die App herunterladen. Zum Beispiel, indem es Rabattcodes verteilt. Die kann ich dann nach einem Kauf an Freunde schicken oder über TikTok teilen. Ich habe das Gefühl, einem Freund etwas Gutes getan zu haben und Temu bekommt mehr Kunden. Diese Rabattcodes findet man nicht nur auf TikTok. Guckt mal hier. Auf Trustpilot hat Temu keinen sonderlich guten Ruf. Ein Durchschnittswert von 3,5, das ist ziemlich mies. Aber dann kommen da eine ganze Reihe von 5-Sterne-Bewertungen, die den Durchschnitt nach oben ziehen. Alle von Leuten, die noch nie zuvor eine Rezension geschrieben haben und zufällig enthalten fast alle davon gleich einen passenden Rabattcode. Entscheidend ist aber letztlich auch, dass Temu Produkte im Angebot hat, die viele haben wollen. Und das so schnell wie möglich. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Temu schafft es sehr viel schneller, auf Trends zu reagieren als etablierte Händler. In eurem Lieblingsfilm trägt die Schauspielerin ein Kleid, das ihr unbedingt haben wollt? Dann gibt's eine Kopie davon, vermutlich schon innerhalb von wenigen Tagen auf Temu. Abgeschaut hatte sich das bei Shein. H&M hat im Jahr 2022 etwa 4.000 neue Kleidungsstücke auf den Markt gebracht. Shein mehr als 300.000. Bis bei Zara aus einem Design ein fertiges Kleidungsstück wird, vergehen 3 Wochen. Bei Shein sind es nur wenige Tage. Genau dieses Konzept hat Temu imitiert und ist auf eine viel größere Zahl von Produkten ausgeweitet. Laut einem Bloomberg-Bericht hat es dafür ganz gezielt Mitarbeiter von Shein abgeworben. Und Shein soll Temu heute als größten Konkurrenten ansehen. Möglich wird dieses Ultra-Fast-Fashion-Prinzip durch extrem auf Effizienz getrimmte Lieferketten, durch kleine Produktmengen und eine riesige Zahl von Herstellern und durch jede Menge Daten. Der Algorithmus von Temu analysiert permanent, wonach die Nutzer suchen. Alle suchen nach blau gestreiften T-Shirts, also wird die Produktion hochgefahren. So kann Temu extrem schnell auf Trends reagieren. Und dann wird das neue T-Shirt nicht erst langsam per Schiff in ein Lagerhaus in Europa gebracht, sondern direkt per Flugzeug zum Kunden. Dieses aggressive Geschäftsmodell von Temu und Shein hat auch große Nachteile. Für die Umwelt ist Ultra-Fast-Fashion eine Katastrophe.
Westliche Designer beklagen, dass ihre Entwürfe plagiiert würden. Und es gibt Kritik an den Arbeitsbedingungen der Zulieferer. Dem Erfolg tut das alles bisher keinen Abbruch. Im vergangenen Jahr waren H&M und Zara zusammen schon weniger wert als Shein. Temu breitet sich gerade noch viel schneller aus. Das lässt es sich aber auch einiges kosten. Und damit kommen wir zum vierten Aspekt der Temu-Strategie. Temu lässt Amazon nicht nur mit Gamification, sozialem Shopping und ultraeffizienten Lieferketten alt aussehen. Es hat auch einen finanziellen Vorteil. Temus Mutterkonzern PDD hat das nötige Kleingeld, um eine extrem aggressive Wachstumskampagne zu fahren. Temu muss erstmal nicht profitabel sein. Es geht um Marktanteile, um so viele Kunden wie möglich. Temu steht nicht von allein auf Platz 1 der Downloadcharts. Das Unternehmen gibt einfach extrem viel Geld für Werbung aus. Zum Beispiel hat es einen Werbespot in der Super Bowl Halbzeitpause gezeigt, dem teuersten Werbeslot der Welt. Berichten zufolge kostete dieser eine 30-Sekunden-Slot 14 Millionen Dollar. Und auf Facebook und Instagram kann man sich vor Temu-Anzeigen kaum retten. Allein in diesem September hat das Unternehmen dort mehr als 11.000 Werbekampagnen geschaltet. Dazu kommt, nicht nur die Werbung kostet Temu Geld. Jeder einzelne Einkauf tut es auch. Nur so lassen sich die niedrigen Preise erklären. Das amerikanische Tech-Magazin Wired hat vor kurzem ausgewertet, dass Temu vermutlich ungefähr 30 Dollar mit jedem Kauf verliert. Allein ein kleines Paket von China nach Amerika zu verschicken, kostet Temu etwa 10 Dollar. Meist bietet die App den Kunden aber kostenlosen Versand an und bleibt auf den Kosten sitzen. Das Resultat? Im Jahr soll Temu zwischen 600 Millionen und 1 Milliarde Dollar Verlust machen. Für Amazon ist dieses aggressive Vorgehen gefährlich. Amazon hat selber, ganz ähnlich wie Temu, lange vor allem auf Wachstum und nicht auf Profite gesetzt. Das sieht man ganz deutlich an den Gewinnen des Unternehmens. Über Jahre lagen die fast bei null. Aber inzwischen sieht das ziemlich anders aus. Der Druck auf Amazon steigt, endlich mehr Profit zu erwirtschaften. Amazon versucht deshalb um jeden Preis die Kosten zu drücken. Der Konzern hat 18.000 Mitarbeiter entlassen, neue Versandgebühren eingeführt und den Preis für Amazon Prime angehoben. Es kann sich nicht auf einen Preiskampf mit Temu einlassen, ohne seinen Profit zu gefährden. Früher oder später wird Temu ebenfalls seinen Kurs ändern müssen, wenn es Gewinn machen will. Aber im Moment ist dieser Zeitpunkt noch nicht in Sicht. Und gleichzeitig erhöht Temu den Druck auf seine Zulieferer, Preise weiter zu senken. Die aggressive Niedrigpreisstrategie funktioniert auch deshalb, weil wir gerade alle sehr auf die Preise achten. Alles wird teurer, da greife ich vielleicht lieber mal zum günstigen Paket aus China. Fassen wir die vier Gründe für Temus Erfolg nochmal zusammen. Temu macht das Shopping-Erlebnis zum Spiel und hält so Kunden länger auf der App. Temu macht Shopping zum sozialen Erlebnis mit Influencern und Gruppenkäufen. Temu hat eine extrem optimierte Lieferkette und Temu muss auf absehbare Zeit nicht profitabel sein. Temu und Shein haben eine völlig neue Art von Online-Shopping etabliert und damit haben sie schon jetzt enorm viele Marktanteile erobern können. Amazon sieht im Vergleich dazu ziemlich alt aus. Den Preis dafür zahlen womöglich am Ende die Umwelt und die Zulieferer in China. Im direkten Wettbewerb scheint Temu derzeit nur schwer zu stoppen. Die größte Gefahr für Temus Siegeszug kommt aus der Geopolitik. Das Geschäftsmodell von Temu und Shein ist überhaupt nur in einer Phase der Hyperglobalisierung möglich geworden, durch die immer engere Vernetzung weltweiter Lieferketten. Doch dieses Modell hat gerade keinen guten Stand. Und auch Temu selbst gerät immer stärker ins Visier der Politik. Der amerikanische Kongress hat im Juni einen Bericht mit einem sehr ernsten Vorwurf veröffentlicht. Es sei sehr wahrscheinlich, dass in Temus Lieferkette Zwangsarbeit zum Einsatz kommt. Politiker gucken bei chinesischen Unternehmen aktuell genauer hin. TikTok wollen die Amerikaner sogar verbieten. Das sollte Temu eine Warnung sein. Und jetzt interessiert mich, habt ihr schon mal auf Temu eingekauft? Wie waren eure Erfahrungen damit? Und glaubt ihr, dass es Temu langfristig gelingen kann, Amazon Marktanteile abzunehmen? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo. Wenn ihr noch nicht genug habt von allmächtigen Apps auf eurem Smartphone, schaut euch doch mal dieses Video von meiner Kollegin Jessie an. Die erklärt euch die unheimliche Macht von Google Maps. Und mehr zu Shein und Co. gibt's bei Safe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.